Kennst du sie schon? Die neueste Bambuszahnbürste von Nano? Ich habe sie dir mitgebracht und in diesem Video werde ich dir meine Expertenmeinung als Zahnarzt verraten. Wie bin ich überhaupt auf diese Zahnbürste gekommen? Weil wenn du mich schon länger verfolgst, dann weißt du, ich bin absoluter Fan von elektrischen und Schallzahnbürsten. Diese Firma Nano hat in letzter Zeit, wir haben jetzt Februar 2021, extrem die sozialen Medien erobert. Ja, das heißt, mir wurde auch auf Instagram einfach eine Werbung vorgespult oder vorgespielt, wo gesagt wurde, diese Zahnbürste mit diesem Zahnbürstenkopf hat 20.000 Borsten. Was? Wie geht denn das? Ich war total irritiert und dachte, das kann nicht sein. Wie geht das? So, weil die Handzahnbürsten, die ich einfach, wenn Menschen sagen, ja, ich kann das nicht ab mit dieser Vibration und diesem Trecker da quasi im Mund, ja, wenn die unbedingt eine Handzahnbürste haben möchten, dann empfehle ich letztendlich Handzahnbürsten, die nicht aus dem Supermarkt sind. Ich weiß, die sind ein bisschen teurer, aber sie sind halt einfach auch besser. Die ich empfehle, sind die einfach von Curaprox, die haben zwischen 4.000, 5.000, 6.000. So, jetzt kommt da eine Zahnbürste mit 20.000. Irre, oder? So, und da habe ich einfach gesagt, die muss ich haben, die muss ich ausprobieren. Und an dieser Stelle ganz klar, unbezahlte Werbung. Ich habe mir diese Zahnbürste selber gekauft, kostet 9,90 Euro im Internet. Und irgendwann kamen die dann. Und ja, dann dachte ich, wow. Also echt, wow. Ja, wenn du dir hier so durchgehst, dann denkst du, 20.000 Borsten. Wie fühlt sich das wo an? So, und wenn wir jetzt mal von Anfang an gehen, diese Firma ist ganz cool, sie ist sehr minimalistisch aufgestellt, alleine mit diesem klaren Namen Nano, hat sie ja einfach eine umweltfreundliche Verpackung konstruiert und dann halt auch, das Ganze gibt es auch als konventionelle Zahnbürste, aber ich war halt ganz gespannt auf diese Bambuszahnbürsten, weil die Bambuszahnbürsten waren ja doch letztes Jahr extrem gehypt. Jetzt hört man, finde ich, nicht mehr ganz so viel davon. Und da ist auch das Borstenfeld ein ganz anderes gewesen. Und das ist echt weich. Das ist echt, also irre. So, also, hier möchte ich dir nochmal diesen direkten Vergleich geben. Ich denke mal und hoffe mal, dass man das sieht, dass diese Borstenfelder einfach, das ist schon relativ stark besetzt. Das ist der Hammer. So. Jetzt gehen wir mal einmal ganz kurz in den Aufbau dieser Zahnbürste. Also Bambus, ja, und ich kann jetzt nicht über den Anbau und so irgendwie philosophieren, ich bin Zahnarzt. Ich finde es relativ cool, dass es überhaupt diese Möglichkeiten gibt, dass man das aus Bambus machen kann und einfach einen Weg raus aus diesem Plastikmüll nehmen kann. Die Firma wirbt auch damit, dass man halt wahrscheinlich einfach, weil das so viele Borsten sind, sie empfiehlt, diese Zahnbürste alle 2 Monate zu wechseln. In der Regel kennt man ja ungefähr alle 3 Monate. Und diese Borsten, da kann man sich ja jetzt fragen, was das ist. Das ist Nylon. Ja, Nylon. Weil es ist immer noch das qualitativ hochwertigste für Borsten. Alternativ wären Tierhaare. Da ist es aber auch aus hygienischen Gründen einfach mit den Nylonbürsten. Ich habe da die Firma auch mal angeschrieben, die einfach sagen, es ist hygienischer und besser einfach diese Nylonfädchen zu nehmen. Warum ist das Ganze jetzt so dunkel? Da ist Aktivkohlepulver drauf. Da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich jetzt nicht so ein Fan von, weil ich nicht mir vorstellen kann, dass innerhalb dieses 2-3 Minuten Zähneputzen diese Aktivkohle so viel an Farbstoffen da aus deinen Zähnen rausholen kann. Ist für mich ein ganz cooler Marketing-Tool, aber was das letztendlich bringt, kann ich nicht beurteilen. Ich habe die Zahnbürste jetzt einfach für mich selber getestet und wie gesagt, du weißt, ich bin skeptisch mit den Handzahnbürsten, aber ich muss sagen, wow, also ich muss sagen, dieses Gefühl, die Zähne danach zu putzen, nimm nicht zu viel Zahnpasta, ja? Weil alleine wahrscheinlich durch diese extrem 20.000 Borsten schäumt das wie irre. Also wir gehen jetzt davon mal aus, wir nehmen eine konventionelle Zahnpasta, die schäumt. Wenn du jetzt eine Bio-Zahnpasta aus dem Biomarkt nimmst, das habe ich jetzt nicht getestet, kann ich nochmal gerne tun. Wenn du die normalen nimmst, dann schäumt das echt irre.
aber es ist ein extrem weiches und sanftes Gefühl. Also das ist schon richtig toll. Und danach, wenn du dann einfach mit deiner Zunge über deine Zahnoberflächen fährst, wow, das fühlte sich richtig sauber an. Also an dieser Stelle muss ich ganz klar sagen, kriegt dieses Produkt von mir einen Daumen hoch. Ja, testet das Ganze gerne mal. Schreibt mir einfach auch mal gerne unter dieses Video deine Meinung. Ich fand zum Beispiel die alten Bambuszahnbürsten echt unangenehm, muss ich ganz ehrlich sagen. Einen ganz, ganz kleinen Tipp möchte ich noch dieser Firma geben. Vielleicht kann man noch so ein bisschen an der Ergonomie arbeiten, was diesen Griff angeht, beziehungsweise ganz klar, dieser Bürstenkopf ist mir persönlich zu groß. Ich glaube aber, sie arbeiten schon an einer kleineren Variante. Einfach den Bürstenkopf, das Bürstenfeld würde ich ein bisschen kleiner machen, weil du dann einfach noch mehr dir vorstellen kannst, wie du jeden Zahn einzeln putzt. Optimalerweise wäre natürlich rund. Ich weiß nicht, ob das machbar ist. Ansonsten, wie gesagt, das soll es gewesen sein. Schreib mir gerne mal, was du favorisierst. Handzahnbürste, elektrisch oder Schall. Wenn du einfach auch ein empfindliches Zahnfleisch hast oder empfindliche Zähne, könnte ich mir gut vorstellen, dass dieses Produkt etwas für dich ist. Ich freue mich, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Video.